Ein herzliches Hallo und willkommen. Mein Name ist Orina. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das mir sehr am Herzen liegt. Die Engelkommunikation. Ich habe in den letzten 10 bis 20 Jahren sehr viel Erfahrung sammeln dürfen und möchte nun mein Wissen mit euch teilen. Engelkommunikation ist eine Möglichkeit, mit den Engeln in Kontakt zu treten und ihre liebevolle Führung in unserem Leben zu erfahren. Engel sind wundervolle himmlische Wesen, die uns auf unserem Lebensweg begleiten und uns unterstützen können. Sie sind immer für uns da. Wir müssen nur lernen, sie wahrzunehmen und mit ihnen zu kommunizieren. Es gibt verschiedene Wege, wie wir mit den Engeln kommunizieren können. Eine Möglichkeit ist das Gebet, dem wir unsere Wünsche, Sorgen und Ängste den Engeln anvertrauen. Können wir ihre Hilfe und Unterstützung erfahren? Es ist wichtig, dabei offen und ehrlich zu sein und aus dem Herzen zu sprechen. Eine weitere Methode der Engelkommunikation ist die Meditation. Durch das zur Ruhe kommen unseres Geistes können wir eine tiefere Verbindung zu den Engeln herstellen. Wir können uns vorstellen, dass wir von ihrem liebevollen Licht umgeben sind und ihre Botschaften empfangen. Es kann hilfreich sein, dabei eine ruhige Umgebung zu wählen und sich auf unseren Atem zu konzentrieren. Engelskarten sind ebenfalls ein sehr beliebtes Hilfsmittel zur Engelkommunikation. Diese Karten enthalten Botschaften der Engel, die uns helfen können, Antworten auf unsere Fragen zu finden oder eine bestimmte Situation besser zu verstehen. Wir können eine Karte ziehen und ihre Bedeutung intuitiv interpretieren oder ein Engelskartendeck verwenden, das uns durch eine spezielle Anleitung führt. Ein weiterer Weg, um mit den Engeln in Verbindung zu treten, ist die Beobachtung von Zeichen und Synchronizitäten. Die Engel senden uns oft Zeichen, um uns ihre Gegenwart und Unterstützung zu zeigen. Diese Zeichen können in Form von Federn, bestimmte Zahlen folgen oder sogar durch Begegnung mit bestimmten Menschen auftreten. Es ist wichtig, aufmerksam zu sein und diese Zeichen zu erkennen. Engelskommunikation kann uns helfen, unsere Intuition zu stärken, unsere Ängste zu überwinden und unsere Lebensziele zu verwirklichen. Es ist wichtig zu wissen, dass jeder von uns die Fähigkeit hat, mit den Engeln zu kommunizieren. Alles, was wir brauchen, ist ein offenes Herz und ein Glauben daran, dass wir von den Engeln geliebt und geführt werden. Ich hoffe, dass euch dieser Einblick in die Engelskommunikation gefallen hat und dass ihr nun inspiriert seid, selbst eine Verbindung zu den Engeln aufzubauen. Wenn ihr noch Fragen habt oder mehr über dieses Thema erfahren möchtet, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich darauf, euch auf eurer Reise zur Engelskommunikation begleiten zu dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, alles Liebe!